ist natürlich eine Option so. Aber sind nicht die schicksten. Das sind definitiv nicht die schönsten Stühle. Aber ich habe eine Idee. Ich bin sofort wieder da. Obwohl, ich kann mir auch eine von unterwegs craften. Eine Werkbank. Die stelle ich mal eben hier in die Ecke. Und dann mal gucken. Wir nehmen uns mal Schilder. Schilder müssen wir uns mal craften. 6 Stück. Ich bin nämlich noch am Ausprobieren. Jetzt habe ich mir ein paar. Nein! Schilder gecraftet. Zack. Dann hier nur einen halben hoch. Nicht da jetzt links. Und rechts. Ein Schild vormache. Sieht das so aus. Wenn ich da jetzt dahinter eine Tür mache, eine schöne Holztür in derselben Farbe, dann sieht das wie aus. Beschissen auf jeden Fall, wenn es so da steht. Das Ganze auf jeden Fall. Aber sind natürlich seltsam große. Seltsam große Gerätschaften so, ne? Kriege ich auch unmöglich was hingeplaced, so egal wie ich es mache, drehe und wende. Obwohl, mach die mal wieder zu. Baue nur das ab, mache einen halben Block hin und place an diesen halben Block. Schon hat man seinen eigenen Sessel mit Aufstehfunktion. Und die sehen auf jeden Fall besser aus als diese hier, meiner Meinung nach. Auch wenn man ganz eindeutig erkennt, dass es nicht unbedingt die tollsten Stühle sind auf Erden. Aber die erfüllen sowas von ihrem Zweck so. Und nehmen wenig Platz weg. Zwei Plätze frei, dann wieder rein. Zwei Plätze frei, dann wieder ein. Zwei Plätze frei, dann wieder ein. Wenn ich hier zwei Plätze frei, dann wieder einmache, bin ich exakt an der Ecke vom Tisch, genau wie hier auch. Und habe hier 1, 2, 3, 4, 5 Plätze. Was ja auch ein bisschen zu viel ist, muss nicht sein. Komm schon, verschwinde. Da fangen wir jetzt hier an. Machen jetzt immer drei Felder. Drei Felder. Und schon kriegen wir etwas zu wenig an den Tisch. Ich hätte gerne 4 Stück pro Seite. Zack, 4 Stück pro Seite. Passt perfekt. Zack. Einmal die
Ganzen wieder entfernen hier und überall solche halben Blöcke nur hinmachen. Zack. Hätten wir das auch schon mal. Dann werden hier auch noch welche hinkommen. Aber die sind ein bisschen zu weit weg vom Geschehnis. Kommen da auch noch zwei hin und damit kommen wir auf 10 Plätze. Da 10 sowieso die maximale Zahl ist, die auf dem Server hier sein können, passt das so ganz gut. Können wir so lassen. Natürlich mit den Türen ist jetzt ein bisschen, ja, wie soll man sagen, ein bisschen merkwürdig, ein bisschen nicht ganz so toll aussehend, ne? Aber man muss sich ja was einfallen lassen, um irgendwie stuhlähnliche Sachen zu erzeugen hier. Und ich schätze mal, so geht das schon im Fit. Geht auf jeden Fall klar, so geht in Ordnung. Sieht aus wie Stühle in der Art zumindest. Obwohl, wenn ich jetzt mal Falltüren erzeuge und die mal im Vergleich gegeneinander ansetze. Sieht das mit den Falltüren schon bequemer aus. Aber deutlich bequemer. Wenn ich sie so voneinander setze, dann sieht das sehr gut aus, meiner Meinung nach. Ich crafte nochmal einen Satz Falltüren. Falltüren. Ich setze jetzt auch noch auf Klappe. Dann gefällt mir das sogar sehr. Kostet zwar ein bisschen viel Holz, aber das sind perfekte Stühle. Das sind perfekte Stühle so. Nice. Perfekte Stühle. Sagen wir hier rausgehe, komme ich nicht mehr da rein. Die gefallen mir richtig. Das sieht echt gut aus. Aber ich könnte mir das Ganze auch andersrum zunutze machen. Jetzt hier oben das Podest rein. Theoretisch. Ja, und jetzt könnte ich da oben dran nochmal probieren. Macht er nicht so, wie ich möchte. Der alte Fischkopf. So wie ich gerne haben wollte. Jetzt könnte ich hier etwas anders machen. Jetzt könnte ich das hier nämlich so designen, wie ich es davor hatte. Und es könnte trotzdem gut aussehen. Schön aufgeklappt. Das sieht schon viel mehr nach Stuhl aus als vorher. Und jetzt kann ich da theoretisch immer noch die Lehnen dran machen. Allerdings etwas in der Luft schweben. So.
Sieht nicht ganz so dolle aus. Sah vorher echt besser aus. Wo die Grundidee echt in Ordnung war, ne? Man nehme es so, man nehme es so. Da noch eine Falte hin, die aufgeklappt. Hier noch eine Handy aufgeklappt. Und da oben drüber auch eine. Das sieht schon gut aus. Das sieht schon gut aus, auf jeden Fall. So werden jetzt auch alle gebaut, definitiv. Nur dafür brauche ich jede Menge Falltüren. Alter Schwede, dafür werde ich so viele Falltüren brauchen. Zack. So, alle Ideen wieder weggeworfen. Neueste Idee ist, aus Millionen von Falltüren dieses Experiment fertig machen. Tischdeko richtig schön machen. Eventuell noch einen kleinen Kuchen oder sowas draufstellen. Jede Menge Betten craften, die hier verteilen und hast du nicht gesehen. Da habe ich schon noch eine Menge Spaß und Beschäftigung mit. Aber dafür brauche ich erstmal wieder eine Menge Holz, um alles auch craften zu können. Jetzt muss ich erstmal einen Schluck trinken. So. Hat auch gepasst vom Timing her. Ich bin genau wieder an meiner Haut angekommen, als ich fertig mit Trinken war. Der Baum, der wollte noch nicht wachsen, der andere. Mache ich nicht, du haust mich sowieso wieder um. Hat er ja auch recht. Ein Apfel lässt er fallen, ist klar. Kein Setzling, aber ein Apfel. Da habe ich schon einige Setzlinge fallen sehen. Zack. Sechs Stück haben wir jetzt schon. Da oben ist noch einer. Damit könnte ich sogar noch direkt noch so einen Baum pflanzen. Arbeite ich ja zurzeit recht viel mit, also kann ich auch noch einer hinhauen.
Ja, der andere, ich weiß nicht, der will anscheinend nicht wachsen. Da ich aber sein Holz brauche, und zwar unbedingt. Nehme ich mir noch ein paar Birkensetzlinge mit und fäll noch ein paar Birken. Ich hoffe, dass er in der Zeit mal wächst. Reiß ich meinen Wald nochmal nieder, hol ein bisschen mehr Holz. Zack. Vielleicht brauchen wir eine neue Axt auf jeden Fall, bevor wir zurückreisen. So, wir haben jetzt fast ein Stack Birkensetzlinge, Birken, Holz. Und der Baum ist gewachsen, sauber. Endlich mal. Ich dachte schon, er wächst gar nicht mehr. Die sind jetzt auch schon 52 drin. Siehst du, wenn wir in der Nähe sind, geht das ganz gut. Man kann so grob sagen, dass ich in den letzten 3 Stunden Spielzeit vielleicht 20, 30 Minuten in der Nähe war. Von daher ist 52 eine gute Zahl dafür, dass ich nur so wenig Farmer darin eingebaut habe. Nichts mehr. Braucht Setzlinge auf jeden Fall. Will hier keinen Baumverlust kriegen. Das ist ein bisschen lästig, dass man halt hierbei echt auf die Setzlinge angewiesen ist, die der Baum ausspuckt, sonst kriegt man keinen neuen mehr. Mit jedem Setzling kriegst du die Setzlinge zugeworfen, hast viel mehr Setzlinge als Bäume hinterher, als Stämme. Naja, nicht ganz, aber beinahe schon. Hierbei musst du gucken, dass du überhaupt genug kriegst aus einem Baum. Manchmal. Ist einer runtergefallen. Ich glaube, hier kriege ich zu wenig raus, um einen neuen zu pflanzen. Das sind auch genug. Das sind mehr als genug. Ui. Gerade tun wir den Rest hier rein. Auf Reserve. Da guckt er uns schon an, der Waffenschmied. Der Waffenschmied will auch definitiv ein Gefangener sein, den ich da unten reinsperre. Aus dem einfachen Grund, weil er mir Diamantspitzhacken gibt. Ein Creeper, Gott sei Dank habe ich die Tür geschlossen. So, dann machen wir erstmal Birkenbretter. Mehr geht nicht. Falltüren. Jetzt habe ich einen ganzen Stack Falltüren gemacht.